Rockstar Games hat ein neues Auto hinzugefügt in GTA Online. Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video zu lassen und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Welches Fahrzeug wurde denn hinzugefügt von Rockstar Games? Naja, das Fahrzeug nennt sich Karin Rotring Evaron. Dieses Fahrzeug finde ich aus South San Andreas und ja, das Fahrzeug ist sehr teuer, denn das Fahrzeug kostet euch mindestens 1.342.500 GTA-Dollars, aber auch nur, und das ist der günstige Preis, wenn ihr schon 20 Rennen in der Supersportserie absolviert habt bzw. gewonnen habt. Wenn ihr das nicht gemacht habt, so wie ich, dann kostet euch das Ganze leider 1.790.000 GTA-Dollars, also mal gute 450.000 Dollar mehr. Aber gut, wir kaufen das Fahrzeug einfach mal und schauen, was für Tuning-Teile wir haben. Dieses Fahrzeug ist ein Sportwagen. Und was soll ich sagen, Leute? Das Fahrzeug hat keine Tuning-Teile. Und was meine ich damit? Naja, klar, das Fahrzeug hat hier Panzerung, Bremsen, Motor, Turbo. Aber keine Tuning-Möglichkeiten wie Spoiler, Motorhaube, whatever. Das Ganze hat das Fahrzeug einfach nicht. Sprich, ihr kauft das, was ihr auf dem Bild gesehen habt. Was schon ziemlich cool ist, denn das Fahrzeug ist so gesehen schon komplett fertig aufgerüstet, wenn ihr es kauft. Aber man möchte es ja schon ein bisschen individuell anpassen. Das Einzige, was ich hier cool fand in diesem Fahrzeug, ist tatsächlich die Designs. Denn da habt ihr 30 Stück und das ist unglaublich viel und auch unglaublich vielseitig. Da kann man sich wirklich was raussuchen, was einem gefällt. Aber ansonsten ist das Fahrzeug so, wie es geliefert wurde und nicht veränderbar. Was ich persönlich einfach mega schade finde, da dieses Fahrzeug unglaublich viel Potenzial gehabt hätte, so als Rennwagen. Aber gut, Leute, das waren schon alle Informationen zu diesem Fahrzeug. Tja, mehr gab es einfach nicht. Und die Frage der Fragen, habe ich das gemoddet? Und natürlich habe ich das gemoddet. Hier seht ihr es einmal mit richtigen Formel 1 Felgen und einer richtig geilen gemoddeten Lackierung. Falls ihr dieses Fahrzeug haben möchtet, Leute, dann verpasst nicht meinen Giftcast to Friends Stream. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich bin raus. Euer Bombard. Ciao.